Nun ist alles unter Dach und Fach. Am Mittwoch unterzeichneten Oberbürgermeister Jürgen Krogmann und Kunstsammler und Jansen-Biograf Professor Dr. Stefan Blesin den Kaufvertrag für über 300 Werke von Horst Jansen. Mit dem Kauf dieser Privatsammlung für 1,5 Millionen Euro übernimmt das Horst-Jansen-Museum nun eine geschlossene Sammlung, freut sich die Leiterin des Hauses, Dr. Jutta Moster-Hoos. Der Weg dahin war ein steiniger. Das ist ein gutes Bild, weil das war ein Weg dahin, der hat Jahre beansprucht und war manchmal echt steinig. Die Fördergelder ranzuschaffen, war eine echte, harte Arbeit, Knochenarbeit, ja. Bei den 315 Zeichnungen, Aquarellen und Skizzen handelt es sich um Werke, die der Jansen-Biograf Blesin über Jahre hinweg zusammengetragen hat. 20 Jahre war Blesin mit Jansen befreundet. In vielen Fällen hat der Künstler selbst dafür gesorgt, dass einzelne seiner Werke in die Sammlung aufgenommen wurden. Der Ursprung liegt auch darin, dass ich ja sein Biograf bin und er hat mir sozusagen Entrée Billet ausgestellt für den Zugang zu Freunden und Weggefährten aus allen Epochen seines Lebens. Und war einer seiner Gesichtspunkte der, wenn ich schon über ihn schreibe, dann soll ich auch sehen, was er gemacht hat und auch mit seinen Werken zum Teil leben. Und daraus ist die Sammlung entstanden. Jansen hat also Wert darauf gelegt, dass aus den vielen Motiven, die er aufgreift, dass auch immer eine Arbeit davon an mich gegangen ist, damit ich ein Beispiel dessen habe, was gerade von ihm unter der Feder war. Dass die Sammlung nun ihren Sitz in Oldenburg hat, freut Stefan Blesin besonders. In der Stadt, in der der Künstler sein Museum hat. Vor allen Dingen bin ich aber glücklich, dass ich hier nach Oldenburg komme mit meinen Jansen-Arbeiten, weil Jansen hier aufgewachsen ist, weil er hier auch sein Museum gefunden hat und weil das einfach hier hingehört und die Verbindung zu diesem Museum für mich eigentlich immer sehr eng gewesen ist und ich natürlich zum Austausch jederzeit zur Verfügung bin, Veranstaltungen und anderes mit zu bestreiten. Also es gibt eigentlich für jedes Bild eine Geschichte. Der Jansen-Haushalt war viel zu turbulent, als dass man nur über Kunst reden kann. Man muss auch mal diese Geschichten in Erinnerung oder zurück in Erinnerung rufen, aus denen, den Umständen, aus denen diese Blätter entstanden sind. Die Erwerbung hat für das Horst-Jansen-Museum und die Stadt Oldenburg eine nicht zu unterschätzende Bedeutung. Sie besteht aus Porträts, Selbstporträts, Stillleben, Landschaften, erotischen Zeichnungen, illustrierten Briefen und Vorzeichnungen des Künstlers und erlaubt zahlreiche Ausstellungen in den nächsten Jahren, freut sich Dr. Jutta Moster-Hoos. Das Tolle an der Sammlung ist, die ist wirklich, ich möchte sagen, so enzyklopädisch. Also die ist eine Überblicksausstellung. Der junge Jansen, der mittlere, der alte Jansen, die Selbstporträts, die Stillleben, die Landschaft. Daraus machen wir viele Ausstellungen. Einfach immer aus diesen kleinen Bestandteilen. Und das sichert die Arbeit für Jahrzehnte. Für die Finanzierung des Ankaufs konnten Sponsoren wie die Kulturstiftung der Länder oder das Bundesministerium für Kultur und Medien gewonnen werden, um nur zwei zu nennen. Die Stadt Oldenburg steuerte mit 290.000 Euro rund ein Fünftel der Gesamtsumme bei. Die feierliche Übergabe der Sammlung soll Anfang 2017 stattfinden. Dann wird es auch einen kleinen Vorgeschmack auf die große Jansenschau geben. Stattfinden soll sie von Mai bis August 2017.